Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Blaze Black 2 in Nuzlocke. Beim letzten Mal haben wir versucht, einen Stalobor zu fangen und es ging in die Hose. Und heute nehmen wir ein Karboss mit, das wir auf dem Boden gefunden haben. Und kümmern uns um die ganzen Trainer, die auf dieser Route sind, ohne hier einen Encounter zu laufen, weil wir gerne Terrakium fangen würden. Was potenziell auch in die Hose gehen könnte. Aber hey, ne? Wir probieren es einfach. Wir nehmen keine Items mit, die in den Büschen liegen, weil da könnten Amoongus sein und stopp. Ich weigere mich. Ich will keine Amoongus. Dankeschön. Hallo Myra. Mit ihrem Ivysaur habe ich gerade Hippo vorne. Nein, ich habe Jonathan vorne. Okay, gut. Das ist alles in Ordnung. Da kann ja gar nichts mehr passieren. Ich gehe für Iron Head. Iron Head ist ein guter Move. Ich meine, im Worst Case hätten wir immer noch Cobalium für die Liga. Das wird einen ähnlichen Job erledigen wie Terrakium. Also es wäre nicht so tragisch. Aber Terrakium böllert halt mehr rein mit so einem Close Combat, ne? Terrakium böllert halt deutlich mehr rein. Das heißt, und außerdem könnte es sein, dass wir Cobalium noch verlieren. Und ich hätte gerne ein Backup. Ich will nicht davon ausgehen, dass wir Cobalium noch verlieren. Aber ich hätte schon ganz gerne ein Backup. Wir Voltswitchen jetzt erstmal hier raus aus diesem Charmeleon. Holy fuck, okay. Das war ein Crit. Das wäre krasser Damage gewesen. Das wäre sehr krasser Damage gewesen. So, bringt Zybissis rein. Ich gehe davon aus, hat ein Ivysaur und ein Charmeleon wird wahrscheinlich noch einen Schillock haben. Sie stehen wir mit Zybissis grundsätzlich gut da. So, hauen wir mal einen Surfer raus. Dann war es mit Charmeleon. Und das Schillock Thunderbolt mir einfach weg. Ich fühle Landturm schon in der Arena. Das wird super. Da wird halt auch ordentlich was an Pflanzen unterwegs sein. Sowas wie, wie heißt es? Kapaluris. Aber grundsätzlich glaube ich, Zybissis macht einen guten Job in der Arena. Ich werde wahrscheinlich aber noch einen anderen Grass-Type, irgendeinen nice Grass-Type mitnehmen. Vielleicht kommt der Hirsch wieder mit. So, das ist definitiv kein Pokémon. Das ist ein Rare Candy. Nice. Hallo, werter Herr Wanderer. Möchten Sie bitte gegen mich kämpfen? Möchten Sie mich gegen mich antreten? Möchten wir eine Auseinandersetzung starten? So, Sie gegen mich, Herr Wanderer. Justin. Mit Cranidos. Ja, also ist jetzt nicht das stärkste Pokémon, das ich jemals gesehen habe. Let's go, Jonathan. Und ja, der ist halt Frail. Der stirbt zu Sacred Sword. Da sehe ich gar keine Chance, wer das überleben soll. Der droppt einfach. Ja, Cranidos weg. Da ist das Cranidos einfach weg. Lilip. Hallo, Lilip. Ich bin mal Sacred Sword. Ich glaube, der hat einfach ganz viele Fossilien in der ersten Stufe. Ich glaube, das ist das, worauf wir uns hier einlassen müssen. Dead. Level 62. So, der nächste. Armaldo. Okay, der ist nicht mal in der ersten Stufe. Der ist sogar entwickelt. Wir haben Iron Head. Das ist sehr effektiv und kann flinchen. Der wird das halt leben, weil der ist bulky. Physisch zumindest. Oder er droppt einfach. Holy shit. Das hätte ich nicht erwartet. Also zumindest nicht von dem Cobalion, ne? Und Stray Dilly. So, den Iron Head wir auch lieber mal. Ich meine, wir haben ein Damage Boosting Item fürs Iron Head. Also vielleicht hilft das ja dabei. Stray Dilly auch weg. Nice. Okay, Cobalion. Hast ein bisschen mehr Power offenbar, als ich gedacht habe. Der Base 90, der ist nicht so strong. Ich meine, Base 90 ist immer noch okay, ne? Aber es ist halt nicht viel. Ja, gib mir mehr Repel. Wir müssen nach rechts noch. Da ist ein Stärkestein und ein Grinding Man. Hallo, Grinding Man. Ja, ich möchte gerne den Stein erstmal schieben, Grinding Man. Also lass mir eben kurz die Zeit dafür. So. Let's go, Grinding Man. We just gotta do what we can. Aber für was eigentlich? Für was müssen wir tun, was wir können? Hast du irgendwelche besonderen Ideen oder Missionen? Livani. Okay. Livani. Kann Cobalion eigentlich nicht touchen. Also, Cobalion kann den touchen, aber der kann Cobalion nicht touchen. So. Das heißt, wir gehen einfach mal für den Iron Head. Wird ein Two-Hit sein? Gehe ich von aus? Ja. Entrainment. War das Item-Block oder? Ah, nee. Hat mir Swarm als Fähigkeit gegeben. Okay. Kann ich mit leben. Ich glaube nicht, dass ich Justified gegen dich benutzt hätte. Also kann ich definitiv mit leben. Solider Damage. Solide Recovery. Und da kommt ein Lucario und den wollte ich jetzt mit Sacred Sword. Bin schneller. Und der ist ein Lucario, der ist fragiert, denn kein Sacred Sword. Wir haben ja gerade gesehen, was wir mit Armaldo gemacht haben. Und der ist deutlich bulkier. Und Crobat. Okay.
Ja, habe ich jetzt auch nicht so viel Angst vor. Ich gehe für einen Ironhead. Wir sind schneller. Holy fuck. Flinchen können wir den nicht. Wegen seiner Fähigkeit. Aber holy shit. Das war guter Damage. Und Mean Lock. Na, Mean Look. War Mean Look, ne? Nicht Mean Lock. Auch wenn es uns quasi, ja, vereinlockt. Wir können hier nicht mehr raus. Wir sind gefangen. Gehen jetzt hier mal für einen Voltwechsel. Der killt Crobat. Und dann habe ich mehr Ironheads später. Und Level 63 Cobalium habe ich auch. Das ist ganz nice. Pokémon Breeder Addison. Vorname Thomas. So, warum hatte ich Cobalion überhaupt noch vorne? Huch. Vielleicht habe ich gedacht, meine Pokémon Menschen Level 62. Das war ein Missklick. Vielleicht habe ich gedacht, meine Pokémon Menschen Level 62. Aber waren sie tatsächlich nicht. Ich dachte, sie wären es gewesen. Tut mir leid, Cobalion, ich habe dich overlevelt. Also, höher als die anderen. Wir surfen mal rüber, weil da ist ein Item, das wir mitnehmen können. Calcium. Hier kommen die ganzen Stat-Booster. Hier kommen sie. Haben wir hier was drin? Nö. Geht's hier von vorne los, weil wir zwischendurch gesurft sind. Wir sind Surfer-Dudes. So. Da haben wir jetzt noch Trainer. Ja, machen wir die ruhig zuerst. Dann können wir auf dem Rückweg die anderen noch machen, die hier oben noch rumlaufen. Fangen wir an mit diesem Backpacker. Hallo, Backpacker. I travel the world because I'm looking for danger. Are you dangerous, Trainer? Ich bin sehr dangerous. Ich bin die Dangerousness in Person. Backpacker Lowell. Mit seinem Jovile. Level 56. Okay. So, solange das jetzt nicht Focus Blast hat, habe ich jetzt nicht so viel Angst vor diesem Jovile. Drücke einfach mal auf Stärke. Detect. Okay, was hast du denn detected? Was hast du denn detected? Nochmal für Stärke. Nochmal detect. Hier ist für ein Triple Detect. Nee, geht für Slam und Mist. Okay. Heißt, Sturdy ist noch hier. Weil das killt den. Das killt den. Jo, Damage Boosting Item Stärke von dem Stolos. Marschtom. Das ist mir jetzt unangenehm. Und dann hast du als letztes noch einen Junglut, ne? Heißt, Niklas ist hier der Switch-In of Choice. Wir bringen einfach Sumpex auf das Marschtom rein und zeigen ihm, wie das richtig geht. Wir haben einen anderen Blauton. Und dann haben wir Muddy Water gedodged. Der trifft gar nichts, der Junge. Der trifft gar nichts. Hier kommt Erdbeben. Protect, du Drecksvieh. Du absolutes Drecksvieh. Jetzt frisst das Erdbeben. Einfach dead. Der ist einfach dead. Der konnte sich nicht wehren. Level 63. Und dann kommt noch Junglut. Da kommen Basken. Hier frisst Surfer. Pass auf, wie der auch Protect hat. Das hätte mich nicht gewundert. Es hätte mich nicht gewundert, wenn er auch noch Protect ausgepackt hätte. Es hätte mich absolut nicht gewundert. Aber das war's mit Kombasken. Also er war durch mit dem. Ist doch schön. Haben wir was geschafft an diesem Tag. Stolos hat nicht mal Schaden genommen. Ist alles perfekt. Es ist alles perfekt. Wir haben in dem Kampf gar keinen Schaden genommen. Wir sind einfach super krass unterwegs. Super krass. So, dann als nächstes hier die Ass-Trainerin. Hallo? Warum? Okay. Offenbar ist die Ass-Trainerin kein Trainer. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Warum ist denn die dann hier? Was ist denn hier los? Max Potion. Nehmen wir mit. Also ich lasse erstmal die Items, die halt im Gras liegen. Weil ich will ungern in Hutsasa reinlaufen, wenn hier später noch Terrakium kommt. Ba, 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 ba. Wohin führt mich das denn? Zu einem Item? Ist hier irgendwo eine versteckte Lichtung? Hier hat hier irgendwo eine da ist die versteckte Lichtung. Ha! Gehen wir da mal rein. Gucken und hoffen, dass da ein Item ist und kein Pokémon. Ist nichts. Nicht mal ein Item. Doch! Ein Green Shard. Schön. Könnte auch Zelda-Musik sein. So, dann haben wir hier alle Trainer schon fertig. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig. Dann gehen wir jetzt zurück in die City. Wir brauchen keinen Repel mehr. Hier ist auch kein. Ich glaube, die Ass-Trainer sind hier kaputt auf der Route. Ich glaube, die Ass-Trainer auf dieser Route sind kaputt. Super merkwürdig.
super merkwürdig. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Also es erschließt sich mir tatsächlich nicht, wie es passieren konnte. Deswegen waren auch Boreos und Dundris schon da, obwohl sie noch nicht sein sollten. Jetzt ergibt das alles Sinn. Irgendwas ist hier kaputt. Und ich weiß nicht was und ich weiß nicht warum. Aber ich nehme das jetzt hin. Es ist nicht super tragisch. Ein bisschen nervig ist es. Aber es ist nicht super tragisch. Okay, dann rein in die Arena. Tun mal nicht unser Stolos nach vorne. Tun mal Zibisis nach vorne. Und dann kümmern wir uns da mal um ein paar Trainer. Und dann können wir beim nächsten Mal nämlich schon den Arenaleiter machen. Muss ich nur vorher ein Team trainieren. Hey, na, krieg ich mein Free Tafelwasser, mit dem ich nichts machen kann? Dankeschön. Jo, ich weiß. Water-Type-Pokémon, blablablub, blablub. So. Die Musik hier ist chillig. Ist nicht meine Lieblingsarena-Musik, aber ist chillig. Der Ass-Trainer funktioniert. Holy shit, mein Handy stirbt. Ach nee, ich werde nur gefragt, ob ich Kuchen haben will. Na, hole ich mir wenn dann irgendwann selber. Landturn gegen Landturn. Jetzt ist die Frage, hat der Voltabsorber? Wahrscheinlich wird er Voltabsorber haben. Unschön. Heißt, ich kann das Landturn nicht 1v1. Ich kann aber auf Niklas gehen, auf den Thunderbolt und einfach mal Earthquaken. Weil ich habe halt H2O Absorber. Und der hat Voltabsorber. Thunderwave. Easy. Easy. Hier kommt Erdbeben. Rip Landturn. Welches Level ist das Landturn? 62. Arena ist Level 66. Also die Trainer hier sind offenbar auch schon gut dabei. Empoleon. Earthquake ich auch. Den Earthquake ich auch. Das ist der Earthquake Weak Trainer. Wie man ihn kennt. Team designed von Barry D. Sin of Speed. Auch dead. Und noch eins. Kabutops. Alter, das ist ja wirklich Mono Earthquake Week. Ist das Absicht oder aus Versehen? Und holy shit, unser Swampert ist ganz schön fast unterwegs hier. Schnellste Swampert von Humilau City. Obwohl er gar nicht aus Humilau City ist. Von wo habe ich das Swampert? Und wo habe ich das Swampert? Iono City, oder? Ich glaube, da habe ich Swampert her. Ja. So, hallo. Also, es ist schon angenehm, dass die Ass-Trainer hier wenigstens funktionieren. Und tatsächlich Trainer sind. Nicht so wie die anderen Ass-Trainer. Ace-Trainer Melina mit Azumarill. Hallo, Azu. Oder vielleicht ist es dadurch passiert, als ich meinen Save bearbeitet habe, um einer Link zu aktivieren. Vielleicht hat das was kaputt gemacht. Könnte natürlich auch sein. Ich Thunderbolt auf jeden Fall das Azu weg. Das lebt das hoffentlich nicht. Okay, tut es doch. Belly Jump kann es nicht. Ha! Played. War auch grundsätzlich eine doofe Idee, mit Azu gegen das Landturm zu Belly Jump. Sind wir mal ganz ehrlich. Wall Drain? Alter, geh mir weg mit deinem Stall Drain. Geh mir weg damit. Ich Thunderbolte dich sofort. Earthquake. Okay, wir stehen noch. Ich gehe für einen Voltwechsel. Dann kann ich mir erstmal was anderes reinholen. Zum Beispiel mein Kobalium, was auch Voltwechsel kann. Ah, das hat schon mal ganz schön reingeziebelt. Ein Earthquake. So, bringen wir Kobalium rein. Go, Jonathan. Polydrath. Der hat Fighting Moves. Vielleicht war das hier nicht meine beste Idee. Wir gehen mit Volt Switch. Und wir bringen einfach mal unser Drift Zeppeli rein. Es kann noch Thunderbolt. Und ist immun gegen Fighting Moves. Pass auf, wieder jetzt Ice Beam, weil er mich predicted hat. Substitute. Das ist ein Sub-Puncher. Also, es kann mich nicht punchen, aber es ist ein Sub-Puncher. Hier kommt auf jeden Fall der Thunderbolt und von Polydrath kommt Hypnose. Oh. Sub-Hypnose. Was bist du denn für einer?
Wir sind asleep. Waterfall. Subhypnose, Waterfall. Subhypnose, Waterfall, Powerpunch oder? Kann ich mir vorstellen. Ist Shiro aufgewacht und Thunderbolte das Polygraph. War gefährliches Ding. Tatsächlich ein gefährliches Ding. Ein bisschen zumindest. Polydraft Bases sind halt echt ungeil. Der hat ein bisschen wenig Attack. Polydraft bräuchte noch ein bisschen mehr Attack. Der Attack wurde ja in Gen 6, glaube ich, schon mal gebufft. Aber das ist halt immer noch nicht genug. Der braucht noch mehr Attack. Ich glaube, hier wechsle ich gerade mal eben hart auf Lantern. Und ich will jetzt nicht geeisbeamt werden. Und wenn er für einen Water Move geht, heilt sich Lantern dadurch. Da ist der Eisbeam. Ja, wir haben auch gerochen. So, was kann Milotic mir? Außer Eisbeam? Eigentlich nichts, ne? Eigentlich nichts. Geht auch weiter für Eisbeam, ist schneller. Und Freeze. Obviously. Das kann er natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Niklas, bitte. Tu was gegen das Milotic. Da kommt noch ein Eisbeam. Earthquake. Okay, ich bin schon wieder schneller. Dieses Swampert ist einfach super fast unterwegs. Macht über 50. Oh, da kommt das Gold. Bitte burn me nicht. Okay, hat mir nicht geburnt. Noch ein Earthquake killt das Milotic. Okay. Okay, hat funktioniert. Was freest ja auch einfach mein Landton? Was ist das denn? Freest doch nicht mein Landton. Ich wurde auch letzten Part erst gehackt. Gehackt. Gehackt wurde ich. Gehackt. Als ich versucht habe, das Excadrill zu fangen und das Excadrill einfach mit Ice Fang tot gekrittet habe. Nachdem es mich gekrittflinscht hat mit Rockslide. Alles Bullshit. Das ist alles Bullshit. So, gib mir meine Milch. Da unten ist sie. 48 Milch haben wir. Die wurde erstmal geäxt. So, du kriegst noch eine Milch. Ziel ist es, kriegt gleich sogar zwei Milch. Zack. Und haben wir was gegen Freeze? Oder muss ich mein Eis auspacken, um den Freeze zu heilen? Ba, 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 da, da, da. Ich habe auch Full Restore. Hm. Ich gebe mal den Full Heal. Gib mir den Full Heal. Das Eis ist mir zu wertvoll. Ob das nicht irgendwann mal abläuft? Wie lange haben wir das Eis schon dabei? Das ist ganz schön altes Eis, ne? Ich will Marx nicht nach vorne tun. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Nicht in der Wasserarena. So, sind wir bei da? Sollte fast... Ich glaube, es sind noch zwei Trainer, oder? So, wir machen hier erstmal den. Wir springen hier nach unten. Dann springen wir hier nach rechts, schieben damit die Dingels nach weg, genau. Jetzt kämpfen wir gegen den. Oh, to think that you would deliberately seek me out for a battle. Ja, ich bin zum Training hier. Ist ja auch ein Gym. Und was macht man im Gym? Man trainiert. Ist auch obvious. Deswegen bin ich doch hier. Ace Trainer Santino mit seinem Huntail. Kann Huntail Earthquake? Andere Frage, kann Huntail Thunderbolt überleben? Ich glaube, ich habe mal gehört, dass Huntails SPDF gar nicht so super bad sein soll. Aber ich glaube, der konnte kein Earthquake. Ich glaube, der konnte actually kein Earthquake. Und er kann auch kein Thunderbolt überleben. Das ist gut. Ich habe auch Magnet. Kingdra. Even Thunderbolt. Outrage. Oh oh. Die muss ich jetzt mal eben leben. Lantern, please. Okay, haben wir überlebt. Und jetzt eine Para wäre nice, dann könnte ich Volt switchen. Haben wir aber nicht bekommen. Aber ist okay, der ist auf Outrage gelockt. Und wir haben den Steel-Type. Und ich gehe auf Jonathan und nicht auf Aggron, weil wenn er Two-Turn Outrage bekommt, wäre bitter, mit Aggron drin zu sein. Outrage, da kommt noch eine. Und es ist eine Three-Turn Outrage. Also optimal für mich gelaufen. Ich gehe für den Sacred Sword, vielleicht hätte ich für den SD gehen sollen. Ich hätte, glaube ich, für ein SD gehen sollen. Dann hätte ich so ein plus 2 Cobalion drin gehabt. Wäre nice gewesen. Jetzt ist das Kingdra erstmal confused. Wir gehen für noch ein Sacred Sword. Weg ist das Kingdra. Slow King. Okay, zum Glück bin ich nicht SD'd. Hätte mir gar nichts gebracht. Wir Volt switchen raus. Und ich weiß nicht, ob ich Lantern reinbringen möchte. Lantern ist zu low und ich kann nicht garantieren, dass er für ein Scald geht. Der kann halt auch für Psychic gehen. Bring mal Shiro rein. Shiro hat genug HP, da nimmt man einen Hit. Dann kann ich Shadowballen.
Sollte für ein Two-Hit jetzt reichen. Flamethrower. Okay, hätte ich auch Lanthorn reinbringen können. Nehmen wir einen Shadow Ball. Pew. Hat sogar einer fast gekillt. Da kommt ein Slack-Off. Das hilft nicht. Mein nächster Shadow Ball killt. Da hilft dir dein Slack-Off auch nicht mehr. Du bist in Range. Pew. Dead Slowking. Einfach dead. Ace Trainer Santino wurde besiegt. With oppressive force. Oder what oppressive force? Ich hab nicht aufgepasst. Aber unsere Force war ziemlich oppressive. Nehmen wir noch ein bisschen Milch. Ich glaube, einen Trainerkampf haben wir hier noch. Ah, da müssen wir den Arena-Kampf eigentlich auch noch diesen Part machen. Muss ich was zusammenschneiden? Das ist ja kritisch. Ich mache definitiv vorher noch eine Trainingssession und ändere mein Team ein bisschen ab. So. Ist nicht noch ein Trainer? Sind wir sogar noch zwei? Okay. Okay. Hey, na? Wir müssen ja gleich nach links. Nach oben bringt mir nichts. Genau. Wir müssen gleich nach links mit der Seerose. Ace Trainer Jeanne. Auf jeden Fall werden wir das Mantine jetzt mit Cybersis Thunderbolten. Und dann droppt das. Vielfach effektiv. Da kann er noch so viel Speed-F haben. Das ist ein Step Magnet Thunderbolt. RIP Mantine. RIP Mantine. Whiscash. Antwort. Das ist jetzt doof. Shiro. Meine Antworten gegen Whiscash sind nicht so umfangreich, wie ich es mir wünschen würde. Earth Power. Nicht mal Earthquake, sondern nur Earth Power. Und ich gehe jetzt für einen Hurricane und ich treffe den jetzt. Never mind. Amnesia. Oh boy. Vielleicht hätte ich einfach mal Shadowballen sollen für ein bisschen Chip Damage. So, wir gehen für einen Fly. Hoffen mal, dass der angreift und nicht weiter boostet. Oder Amnesia. Amnesia ist okay. Ich greife physisch an. Amnesia ist nicht schlimm. Kommt der Fly. Macht 50? Macht keine 50. Ice Beam. Oh oh. Autsch. Zwiebelt. Okay, wir probieren es mal mit Schwampert. Schwampert hat Erdbeben. Wir probieren es mit Schwampert. Please, bitte nicht mein Schwampert. Dankeschön. Wäre mir sehr unangenehm gewesen. So, hier kommt mein Erdbeben. Sollte ein bisschen mehr machen als der Fly gerade. Ja, Earth Power nehmen wir. Ist in Ordnung. So. Und kill mit Earthquake. Nächstes Whiscash. Hätten Dragon Dance Whiscash sein können. War es aber nicht. Nächster. Ludicolo. Alles klar. Du Drecksack. Der hat doch mein Team einfach predicted. Der weiß doch genau, was ich vorhab. Okay. Wir gehen auf Shiro. Shiro wird jetzt den Grass Move nehmen und Shiro wird dann für einen Hurricane gehen und den treffen. Giga Jane. So. Und jetzt treffen wir einen Hurricane. Oder vielleicht auch nicht. Jane Dance. Okay, jetzt treffen wir garantiert einen Hurricane. Aber jetzt ein Water Move von dem fressen wäre bitter. Oh, der ist nämlich schneller als wir. Fuck. Ich hatte keine Switch-ins. Ich konnte nichts tun. Ich hatte nichts, was ich einwechseln kann. Wenn ihr euch mein Team anguckt, ich kann nichts reinbringen. Was ich jetzt machen kann, ist auf Jonathan gehen, für den Volt-Switch-Chip nehmen, Marx reinbringen und dann mit der Sturdy ihm eine Strength reingeben. Das da trifft Zeppeli. Volt-Switch. Kommt ein Surfer. Aua, Jane boostet Surfer, der zwiebelt. Aua, Crit hat gekillt, Mann. Crit hat gekillt. Volt-Switch. Bisschen Chip-Damage. Es hat nicht allzu viel Chip-Damage, aber es ist ein bisschen Chip-Damage. Jetzt gehen wir auf Marx. Ich hätte gerne jetzt... Ich habe doch Protect, ne? Gehe für einen Protect.
bisschen Jane-Turns ausstallen. Und der Surfer, hier ins Nichts. Gehen wir für Stärke. Den Surfer nehmen wir. Wir haben Sturdy. Kommt die Stärke. Zählt leider nicht. Jane stoppt. Ja, Jane ist gestoppt. Heißt, Jonathan nimmt den Surfer und Jonathan kann killen. Wenn er jetzt mal für Jane Dance geht, super bitter. Aber ich kann nichts dagegen tun. Surf. Okay, solange der nicht crittet, nehmen wir den. Der ist nicht mehr Jane boosted. Okay. Kill mit Sacred Sword. Okay. Kapaloris ist ein Fett. Holy fuck. Der nächste. Simipur. Okay, wir sind schneller als Simipur. Ich kann Volt switchen und ich bringe dann einfach meinen Landhorn rein. Und dann drehen wir um und ich muss ein neues Mann hochtrainieren. Surfer, hier ins Nichts. Jo. Water Absorb. Till durch Thunderbolt. Jogslide. Alter, wag es nicht, mich jetzt zu flinchen hier. Okay. Das Kapaloris hat. Nein. Hätte Fly gekillt. Ich glaube, er hätte nicht mal das Fly gekillt hätte. Ich glaube, Fly hat uns nicht geholfen. Ich glaube, wir mussten an den Punkt für Hurricane gehen. Ich glaube halt nicht, dass Fly gekillt hätte. Drift Zepli hat nicht genug Power. Wir haben ja gesehen, was wir mit Stärke von unserem von Marx gemacht haben. Aber hier, da haben wir mal gesehen. Hat trotzdem was gebracht, dass ich Marx dabei hatte. Sturdy ist hilfreich. Sturdy ist hilfreich. Und der Protect hat auch geholfen. Ba-da-da. Ba-da-da-da-da. So, dann wollen wir mal sehen. So, Move Pokémon. So, ein Drift Zeppeli. Ich hab's probiert, Mann. Hat nicht geklappt. Sorry. So, was ist ein Drift Zeppeli-Ersatz? Ich brauche halt eigentlich diesen Fighting Switch hin. Also, ich würde auf Jellicent gehen wollen. Ja, genau. Wir gehen erstmal für Jellicent. Wir gehen erstmal für Jellicent. Haben wir wieder drei Waters. Haben wir wieder drei Waters. Und dann kann ich eigentlich auch schon mal... Hier. Du wirst für den Arena-Kampf nicht mitkommen. Tu Hippo mal... Sorry. Ich tu Hippo mal eben auf die Box. Und wir nehmen uns schon mal... können Owei nehmen. Oder wir nehmen halt Kronjuwild wieder mit. Und mir gefällt Kronjuwild. Wir nehmen Kronjuwild erstmal wieder mit. So. Dann trainieren wir die beiden erstmal hoch. Hippo bleibt erstmal zu Hause. Und wisst ihr was? Ich würde den Part tatsächlich mal kurz vor 30 Minuten beenden. Dann habe ich nämlich Zeit fürs Training. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.